So, ich habe gedacht, ich zeige euch mal heute, was wir so die letzten paar Tage noch gemacht haben. Das Wetter wird leider immer schlimmer, deswegen können wir nicht allzu viel machen. Aber ein bisschen ist doch was passiert. Hier habe ich die Noppenbahn schon mal gestellt und soweit aufgefüllt. Das ist im Endeffekt die fertige Höhe und da kommt jetzt noch Mutterboden drauf. Also nicht jetzt, sondern wenn dann der Rasen kommt, dann kommt noch Oberboden drauf. Hier haben wir angefangen, die Schalung zu machen. Heute ist Donnerstag. Morgen werden wir sie fertig machen und dann könnten wir am Samstag, wenn es nicht regnet, betonieren. Hier haben wir Löcher reingebohrt in die Wand und 14er Torstahl, dass es eine Verbindung gibt im Ende zu der Mauer. Dann die Spannfrösche sind schon drin. Die Stahlmatten hatten wir reingestellt. Die haben wir unten an die Bewehrung festgeknippelt. Hier sieht man es am besten. Also die Eisenmatten ist an die Bewehrung, die im Fundament sind, dran geknippelt. Ja. Morgen müssen wir die Schalung fertig machen, dann hoffe ich, dass wir am Samstag betonieren. Heute ist jetzt endlich Samstag, nur eine Woche später wie geplant. Wir hatten schon ein bisschen was gemacht. Unten ist schon soweit fertig betoniert. Jetzt heute kommt noch die letzte Schalplatte dran und dann ist die Mauer fertig. Zement haben wir schon hochgeholt. Mit dem Gerät habe ich die Höhe rausgemessen von der Mauer, dass das alles auf eine Höhe ist. Es ist eigentlich ganz einfach, man muss das einfach anstellen. Dann nivelliert sich das Gerät selbst und fängt dann oben an zu rotieren mit einem Laserstrahl. Das sieht man jetzt. Und hier ist der Empfänger. Genau, und wenn das dann die Höhe erreicht, piepst das Gerät. So sieht das dann aus. Die Höhe ist jetzt rausgenommen und wir hatten noch sicherheitshalber ein paar Nägel reingehauen, dass wenn der Zement drin ist, dass man das auch noch sieht. Heute gibt es mal wieder ein kleines Update von unserem Garten. Wie ihr sehen könnt, ist die Mauer schon fertig, betoniert. Sie ist schon komplett ausgeschalt. Ich habe die Noppenbahnen gesetzt und soweit schon mit Erde befüllt. Die letzten paar Tage war schlechtes Wetter. Deswegen habe ich leider nichts gefilmt. Hier habe ich alles mit meinem Rüttler so ein bisschen gerade gemacht und habe mit dem Nivelliergerät ausgemessen. So, wie ihr sehen könnt hier, die Mauer ist fertig. Und jetzt, heute fange ich mal an, das letzte Stück auszuheben. Hier wird das Fundament gemacht. Da habe ich schon eine kleine Schnur gespannt. Dass ich dann die Flucht habe von der Mauer. Da fange ich jetzt heute mal an. Das seht ihr dann aber auch in dem nächsten Video. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.